Hallo bei Nerd für Medizin. Hallo. Zurück von der altbekannten Couch. Wir haben heute ein maximal invasives Thema mitgebracht. Was Heikles. Ja, da lehnt man sich ganz schön weit aus dem Fenster. Wir glauben trotzdem, dass es in der Praxis ab und zu in seltensten Fällen mal relevant ist. Martin, worum geht's? Um den IV-Zugang. Genau, okay, der IV-Zugang. Jetzt seid ihr alle geschockt. Wann nimmt man denn überhaupt so einen IV-Zugang? Wann braucht man einen IV-Zugang, Martin? Also im Endeffekt, ja, wenn man intravenöse Medikamente geben will, also Medikamente und Volumen würde ich jetzt mal so trennen. Wir wollen irgendwas spritzen. Und speziell bei den Medikamenten denke ich jetzt noch an die Analgesie, also wenn jemand starke Schmerzen hat. Was auch noch eine Motivation für den IV-Zugang ist, logischerweise, ist jetzt quasi die Blutentnahme. Mhm. Das ist gerade so in den Notaufnahmen sehr, sehr häufig, dass die Leute einen IV-Zugang kriegen für die Blutentnahme und der dann gleich liegen gelassen wird, falls man irgendwas machen möchte. Aber auch oft, dass man das im Rettungsdienst einfach mal das Labor abnimmt und quasi eine Serviceleistung fürs Krankenhaus macht. Und was man noch manchmal macht, ist so zur Absicherung, so für den Fall, dass... Ja? Für den Fall, dass da jemand schlecht wird, dass wir stärkere Analgesie brauchen oder irgendwas anderes. Wie siehst du das? Also wie schätzt du die Dringlichkeiten vom IV-Zugang ein? Wir haben uns da ja im Vorfeld drüber unterhalten. Da gibt es ja so ein mentales Modell, was du da hast. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich unterscheide für mich immer so zwei grobe Szenarien. Und zwar Szenario 1, der Patient braucht jetzt einen Zugang. Und nicht in einer Minute und nicht in zwei, sondern jetzt. Das ist Reanimation, Periarrest. Ja? Also jemand, der kurz vorm Kreislaufstillstand ist und ein echtes Polytrauma, also jemand, der wirklich schwerst krank ist. Ja? Das sind so die Situationen, wo wir keine Sekunde warten wollen oder in den nächsten Sekunden einen Zugang machen. Szenario 1. Mhm. Szenario 2 ist für mich der kritische Patient, der zeitnah einen Zugang braucht, aber wo wir vielleicht so ein, zwei, drei Minuten Zeit haben. Da gehört auch für mich die Analgesie dazu, da gehört die Sepsis dazu, eine Blutung, ein Trauma und so weiter. Das sind also so Situationen, wo wir schon einen Zugang haben wollen, aber wo wir ein bisschen Zeit haben. Mhm. Und tatsächlich, das wäre ja sehr einfach, wenn man sagt Schema 1, Schema 2. Ich finde, beim zweiten Schema muss man sich noch ein bisschen überlegen, wozu brauchen wir den Zugang? Ja? Also haben wir da jetzt einen schwer septischen Patienten in der Notaufnahme, der ganz sicher auf die Intensiv muss, der komplizierte Katecholamin- und Volumentherapie braucht? Ja? Oder haben wir da jemanden, der sich den Unterschenkel gebrochen hat, der jetzt eine Analgesie braucht, aber vermutlich keine komplexe Volumentherapie, ZVK und so weiter. Mhm. Ja. Macht Sinn. Okay, dann fangen wir aber doch mal an. Jetzt haben wir den Patienten, Periarrest-Situation, ich male den mal so ein bisschen mit Worten. Ich bin bereit. Du kommst zum Patienten rein, Blutdruck ist bei 50 zu 20, schwerster kardiogener Schock, meinetwegen, und du stehst vor einer Besatzung mit großen Augen und jetzt geht's los. Was würdest du dem für einen Zugang legen? Blau in den Handrücken bei dem 30. Versuch, oder? Genau, das ist und fertig. Ja. Also, das ist ja einer von den Patienten vom Szenario 1, der braucht jetzt einen Zugang, weil wir vermuten, dass der entweder gleich einen Kreislaufstillstand hat oder wir in dieser Notfallsituation versuchen, mit Katecholaminen oder in irgendeiner Form den zu unterstützen, sodass der vielleicht eben nicht stirbt jetzt. Ja. Da haben wir nicht viel Zeit, sollten nicht viel herumexperimentieren. Da würde ich einen peripheren Zugang versuchen, ja, wenn sich da was abzeichnet. Bei solchen Patienten, gerade wenn die schon irgendwie so flach liegen oder man sich denkt, oh, vielleicht müssen wir bald drücken, ist ein jugulares externer Zugang häufig ziemlich gut. Also gerade so bei diesen gestauten Lungenödem-Patienten oder so, kommt die jugulares externe so kabelmäßig da raus, manchmal. Aber das ist auch jemand, wo ich sehr, sehr schnell einen Intraossea-Zugang legen würde. Mhm. Das sind meine zwei Optionen. Peripherer Zugang und wenn es nicht, ehrlich gesagt, wenn man es jetzt mal ganz plakativ sagt, One-Shot und wenn man den One-Shot misst, also wenn man den ersten Shot nicht trifft, ja, dann Intraossea. Und dieses 2, 3, 4, 5 Mal punktieren da irgendwo da an der Innenseite, das ist Mist, ja. Und das, was du gesagt hast, fand ich eigentlich ganz cool. Bei Patienten, bei denen man nicht direkt trifft, da kriegt man meistens dann auch in den weiteren Versuchen selten einen wirklich richtig guten großlumigen Zugang, sondern meistens sind das Patienten mit eher schwierigen Venenverhältnissen. Klare Aussage, also One-Shot peripher und sonst IO. Genau. Und wenn es ganz furchtbar ausschaut, kann man gleich Intraossea. Also ich finde, bei manchen Reanimationen ist das auch was, wo ich gleich auf den Intraossea-Zugang umsteige. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Ja. Genau, da gab es ja bei Facebook auch interessante Diskussionen zu.
Okay, jetzt der zweite Patient. Ja, der zweite Patient ist eine Dame mit Urosepsis, Verdacht auf. Der Blutdruck ist bei 95 zu 60. Die Patientin hat eine Atemfrequenz von 22, ist aber sonst noch soweit orientiert. Genau, die hat jetzt keine massiven Schmerzen, aber halt die Sepsis, ne? So, und die Zugangssituation, die IV-Zugangssituation ist relativ schwierig wegen Ödemen und so ein bisschen adipös, also kennt man ja, ist dann nicht so einfach. Nicht so einfach. Wie gehen wir da am besten vor, Martin? Das ist ein bisschen differenzierter eben. Da ist jetzt die Frage, wofür brauche ich den Zugang? Und in dem Fall würde man sagen, Volumenmanagement, Antibiose, Katecholamine potenziell. Und da muss man auch unterscheiden, wo bin ich jetzt gerade? Also in der Präklinik würde ich, also ich würde immer mit einem peripheren Zugang versuchen zu beginnen. Ja, da haben wir ein bisschen Zeit, da können wir schauen, kann man lagern, kann man sie fragen, wo sticht denn der Hausarzt, bla, vielleicht gibt es doch irgendwo eine schöne Vene, die man findet. Ja. Wenn es nicht geht, dann muss man so ein bisschen überlegen, wie krank ist die Patientin, braucht die jetzt einen Zugang, profitiert sie jetzt präklinisch innerhalb der nächsten 10 Minuten von diesem Zugang? Ja? Oder ist es vielleicht sogar besser, dass wir nicht 20 Minuten lang rumstechen, sondern die einpacken mit der Fahne? Mit dem Hintergedanken, wenn die schlechter wird, könnten wir auf dem Intro sehr eskalieren. Ja? Was super wäre, wenn die in der Notaufnahme ist oder wenn wir so cool sind und präklinischen Ultraschall mithaben, ja? Dann ultraschallgezielte Punktionen, peripher, geniale Sache, funktioniert nicht immer. Aber wenn es funktioniert, eine super, super Sache, kann man Patienten ganz viel Schmerz ersparen. Gerade die bisschen adipösen, gerade die ödematösen, die haben gute Venen, die sind halt nur in einem Zentimeter Tiefe und die tastet man nicht. Aber wenn man die einmal erschallt, dann kann man da locker großlumige Zugänge ganz entspannt reinlegen. Und das ist super easy. Ja, also in der Notaufnahme würde ich der peripher venös ultraschallgezielten Zugang legen. Und je nachdem, wie krank die ist, kann man dann sehr schnell darüber nachdenken, ob man der ein ZVK legt. Das gilt jetzt für die klinische Situation. Präklinisch gibt es also nur sehr, sehr abgefahrene, sehr konstruierte Situationen, wo ich glaube, dass ein ZVK in irgendeiner Form Sinn macht, ne? Ohne Schall, deutlich unsteriler und so weiter. Aber da würde ich auch sehr schnell über ein ZVK nachdenken. In dem Fall wahrscheinlich am ehesten Subclavia oder in die Leiste. Wobei man sagen muss, darüber haben wir ja auch im Vorfeld diskutiert, der ideale ZVK-Zugang, der ist ja so ein bisschen in der Diskussion, ne? Subclavia eher mehr Pneus, weniger Infektion und so weiter und so fort. Gibt es viele für und wieder. Ich glaube, das, womit man sich wohlfühlt beim ZVK, das sollte man auch tun. Und das ist dann auch, glaube ich, ganz gut so von den Daten her abgedeckt. Jetzt hast du eben gesagt, jugularis externa. Oh ja, richtig. Und da weiß ich noch, als wir uns kennengelernt haben, Oh. ja, da hatten wir noch Zeit, miteinander zu sprechen. Und damals hast du mir einen Trick erzählt zu jugularis externa, den habe ich bis heute nicht vergessen und vielfach erfolgreich angewandt. Und es ist Zeit, ihn jetzt in die Welt hinauszutragen, In die Welt Martin. hinaus. Dazu muss ich sagen, ist auch nicht mein Trick, sondern den habe ich auch wieder gelernt. Ich glaube, ehrlich gesagt, vom Kostja, von dem ihr auch noch Videos sehen werdet in Kürze. Aber das Problem am externen Zugang, manchmal geht der super. Ne? Manchmal ist das so ein Kabel, da sticht man rein, das Blut kommt zurück, alles super. Ja? Dann braucht man überhaupt keinen Trick. Das Einzige, was ist, dass die externe und dieser ganze Halsregion, die ist meistens gut verschieblich. Ja? Also man muss es gescheit fixieren, muss aufpassen, dass man es, während man es fixiert, nicht zu sehr abdrückt. Also ein bisschen schwierig, aber meistens geht es ganz gut. Ne? Klassisch bei der Reanimation, wenn er jetzt nicht ultra dick ist, ein bisschen gestaut ist, meistens trifft man das ohne große Ding. Aber manchmal ist es halt nicht ganz so einfach. Bisschen älter, bisschen mehr verschieblich, vielleicht ein schlechter Volumenstatus, wo das alles so ein bisschen kollabiert. Und da hat man diesen Flush zurück nicht. Ja? Also man sticht irgendwo in den Hals, ja, wo eh alles relativ weich ist, denkt sich, oh Gott, ne, wo treffe ich da was? Und ist sich nicht sicher. Man kann zwar was vorschieben, aber man kann auch da sonst was gut vorschieben. Also macht man es unter Aspiration. Und das funktioniert so, ich habe da was vorbereitet. Man nimmt sich einen Zugang. Ja? Und bei diesem Zugang nimmt man hinten, ja, das sind natürlich verschiedene Modelle, an der Rückseite diese Kappe ab, und zwar die doppelte, nicht nur die weiße, sondern die ganze. Dann hat man da quasi einen Anschluss, an den man eine Spritze konnektieren kann. Und diese Spritze kann man dann da hinten aufstecken. Ja, so. Und dann kann man unter Aspiration, ja, stechen. Und das ist tatsächlich gut, weil dann hat man, sobald man da drinnen ist, einen guten Blutfluss zurück. Ja, kann noch ein bisschen vorschieben und dann die Pranüle ganz normal vorschieben.
In dem Fall haben wir es aus visuellen Gründen eine 10-Milliliter-Spritze gewählt. Und ihr seht schon, das ist ein ziemlich großes Ding. Ja? Also damit am Hals darum zu machen, das ist relativ unhandlich. Philipp, ein Szenario haben wir jetzt nicht besprochen. Was ist mit dem kranken Menschen, der aber als Hauptproblem hat starken Schmerz? Also, da ist jemand mit einer geschlossenen Unterschenkelfraktur, liegt irgendwo in der Wohnung, weil er blöd gestürzt ist, hat jetzt kein ABC-Problem, ja, und hat einfach Schweineweh und hat einen schlechten Venenstatus. Yeah, bei dem ist es genauso wie übrigens auch bei dem Opiat-Intoxikierten, der gerade ateminsuffizient wird. Oder bei dem Krampfanfall. Bei den Patienten können wir primär erstmal intranasal gehen. Denn intranasal kann man wunderbar zum Beispiel Fentanyl geben, Ketamin geben. Man kann aber auch Naloxon geben beim Opiat-Intox oder Midazolam. Das heißt, das ist bei solchen Patienten eine ideale Möglichkeit und die sollte man nicht außer Acht lassen. Damit hat man meistens im Erstangriff dann viel Erfolg und hat sich ein bisschen Zeit erkauft, bis man dann IV geht. Und in dem Kontext will ich sowieso noch was anderes sagen, was einem nämlich so vom Mindset oft gar nicht so bewusst ist, weil der EU-Zugang, der ist jetzt relativ, der hat sich relativ schnell sehr, sehr gut etabliert, zu Recht, finden wir. Aber durch den EU-Zugang hat man in aller Regel einen sehr, sehr schnell verfügbaren Notfallzugang. Das heißt, als ich angefangen habe im Rettungsdienst, da wäre das ein bisschen anders noch gewesen. Wenn man da jetzt jemanden Fentanyl in die Nase spritzt, oder Midazolam in die Nase spritzen, der wird plötzlich dann intubationspflichtig, kann ja mal passieren, da hat man keinen IV-Zugang. Dumme Situation. Und Pech, ja genau. Ja, das ist wirklich furchtbar. Durch den IO-Zugang hat man aber die Möglichkeit, relativ schnell dann eben doch einen intravenösen Zugang zu etablieren und dann zum Beispiel Notfallnarkose oder notfallmäßig IV-Medikation zu geben. Und so ähnlich, darüber haben wir auch eben gesprochen, wer ist jetzt auch in der Notaufnahme. Stellt euch vor, ihr habt so einen semi-kritischen Patienten, bei dem wollt ihr eigentlich zum Beispiel jetzt einen ZVK legen, habt aber noch keinen IV-Zugang, weil er wird eh später auf die Wache gehen. Durch den IO-Zugang könnt ihr euch den bereitlegen und sagen, okay, also ich versuche jetzt hier schnell einen definitiven Zugang zu schaffen, wohl wissend, dass wenn die Situation doch noch kritischer wird, ich sehr, sehr schnell IO gehen kann. Und dann ist das so deutlich vertretbarer geworden. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal in so einem Kopf auch bewusst machen. Ich denke, zusammenfassend passt diese Einteilung in die zwei Schemata schon ganz gut, dass man sich mental überlegt, ist das jetzt extremstens zeitkritisch? Brauchen wir den sofort? Ja, dann gibt es eigentlich nur peripher oder IO. Oder hat man ein bisschen Zeit und kann die Situation anpassen? Dann muss man sich überlegen, warum brauchen wir den und in welche Richtung gehe ich? Ja? Schmerztherapie, Volumen, Katecholamine und so weiter und so fort. Und dann kann man es daran anpassen. Wichtig ist bei dieser ganzen Situation, und da sind wir immer welche, die reinfallen, wir alle Notfallmediziner, wir dürfen keine Fixierungsfehler zulassen. Wir dürfen nicht nach dem 15. Punktionsversuch draufkommen, Mist, der Patient hat jetzt nur mehr einen Druck von 40. Wir dürfen aber auch gleichzeitig nicht bei jemandem, der nur formal einen Zugang braucht, weil wir es uns irgendwie wünschen und weil es sonst blöd ist und wir in der Notaufnahme angemotzt werden, da den Patienten 20 Minuten irgendwo zu Hause im Sofa liegen lassen mit seinem Apoplex. Sondern da muss man halt vielleicht in die Notaufnahme fahren und dort das zum Beispiel Ultraschall gezielt machen. Also dran denken, immer evaluieren, braucht das jetzt, braucht das nicht. Situationselastisch und Situationselastisch, ja genau. Jo, coole Sache. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Wir sind auch gespannt auf Diskussionen. Wir haben gesehen, bei dem IV-IO-Zugangsthema im Rahmen der Reanimation gab es ganz, ganz viel, zum Teil kontroverse Diskussionen. Und davon kann man ja auch meistens relativ viel lernen, wie das andere Kollegen so sehen. Und dann kann man seine eigenen Argumente nochmal hinterfragen. Von daher super spannend. Wir würden uns freuen über Feedback und teilen und liken und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.